Erika nehmen. Die haben auch sehr interessante Einheiten, muss ich sagen. Ah, hier können wir das Freudenhaus zu Lustgärten aufrüsten. Wie sieht's denn hier aus? Ebenfalls. Wunderbar. Ihr müsst mich übrigens mal erhellen, was dieser Begriff Lustgärten, ob das wirklich das ist, was ich denke, dass es ist. Also, dass man seine Perversionen ausleben kann, oder ob das was anderes ist. Da dürft ihr mich mal aufklären. So, Tanga ist eh schon von Steuern befreit. Gut, dann werde ich jetzt von hier oben noch ein paar Schiffe abziehen. Ich brauche ja für die Überfahrt welche. Dann ziehe ich mir jetzt mal einen Admiral hier runter. Um die Truppen aus Tanga mitzunehmen. Das ist ein bescheuerter Name, echt. So. Immanuel Kant. Witzig. Kennt vielleicht der ein oder andere. Echt nicht schlecht. Der sitzt in Schweden. Mir auch unlogisch. Naja, gut. Sieht mittlerweile in Christiana aus. Da sieht es sehr gut aus. Das heißt, da können wir auch ein Schiff hin entsenden, um die... Da schicke ich meinen anderen Admiral hin. Der soll da die Truppen abholen. Immer noch grün, ausgezeichnet. Dann machen wir jetzt so richtig schön die Truppen startbereit. Wem gehört denn das eigentlich gerade noch? Island im Krieg, das heißt, es gehört wahrscheinlich Rebellen. Was bedeutet, dann mache ich doch mit den Jungs hier, ups, so rum, schicke ich die doch nach Reykjavik. Warum sind die bitte schon... Achso, ja, die sind katholisch wegen den blöden Venetiern, die wir jetzt endlich vernichtet haben. Lang hat's gedauert, Leute. Die haben wir ewig lange mitgeschleift, obwohl wir ihre Heimatprovinz schon total früh eingenommen hatten. Ja, Elsass-Lothringen werden sie jetzt auch irgendwie nicht mehr warm, ne? Wegen der Eisenfabrik. Industrialisierung, ja. Achso, die Provinz ist von Steuern... Ah, okay, die kann ich aber besteuern. Gut, das heißt, wir verdienen wieder was. Das heißt, wir verdienen nächste Woche sage und schreibe 43.000 Goldstücke. Oder Mark, oder was auch immer. Die genaue Währung von damals weiß ich jetzt nicht. Bin zwar ein Historienfan, aber das müsst ihr mir jetzt verzeihen. So. Es war wieder jemand gestorben. Staatsbeamter stirbt dann auch. Alexander Weinmann. Das heißt, wir schauen uns gleich mal unser... Eieieiei. Da sieht's ja überall aus, hey. Ja, jetzt ist in Elsass-Lothringen irgendwie... Warum ist das jetzt minus 1? Wollt ihr mich jetzt rollen oder so? Ja, lass mal die Provinz halt von Steuern befreit, meine Fresse. Ja, dann lassen wir halt einfach den Adel ein bisschen bluten. So. Oberster Richter. Justiz. Braucht man den besseren. Martin Bischof. Georg von Viereck, Rolf Wagner, ja, die sind alle gut. Adolf Lenz ist allerdings nicht so gut. Oberster Minister der Admiralität. Wer ist denn sympathisch? Thomas Neumann, Norbert Stern oder Anton... Anton Frommel ist doch ein schöner Name.
Sehr gut. Elisabeth Charlotte, die erste Königin, hat auch nur 3 Sterne. Na, wird Zeit, dass die abgesetzt wird, echt. Ja, also ich denke mal, Handelsgewinn ist auf jeden Fall gestiegen seit Anfang des Spiels, da ich jetzt natürlich mehr Güter zum Handeln habe. Gut! Achso, der hat eiserne Hand als... der Rolf Wagner in unserer Regierung sitzen, hat eiserne Hand, deswegen war jetzt diese Aufruhr da in Elsaß-Lothringen. So, einfache Straßen in Brüssel sind fertig. Was bedeutet, wir hängen da gleich mal die Kopfsteinpflasterstraßen dran. So, in Dublin ist auch irgendwas fertig geworden, genau. Die Mauer erstmal an sich, jetzt kriegen sie noch eine große Mauer. Weil wir doch so gütig sind. Hier sieht es schon echt richtig gut aus, muss ich sagen. Also, was bedeutet... Okay, ihr schafft jetzt die Runde eh noch nicht. Was bedeutet, ich muss noch ein Schiff nach da oben abkommandieren. Genau, das ist ja meine ganze Artillerie hier. So, wie sieht's denn jetzt hier? Oh, Mann, dieser Einbruch von der Framerate geht mir vielleicht auf den Sack, echt. Wie viel kann ich denn jetzt hier, wenn ich die von Steuern befreie, wie viel kann ich dann abziehen, ohne dass die mir alle gleich amok laufen? Alle. Das ist schon mal gut. Das können wir nicht, Sir. Ringer! Marsch! Huhuhuhuhu. Religiöse Unruhe. Ja, ja, das haben wir ja bald im Griff. Das bauen wir noch aus hier. Ups. Das bauen wir natürlich auch aus. Ich werfe mal einen Blick darauf, ob hier... Hier ist ein protestantischer Missionar, den schicken wir mal hier runter. Hofft, der erreicht es auch noch, bevor er den Sanctus macht. Ach ja, genau, Forschung! Ist ja gerade irgendwie so eine Sache, worum sich nicht wirklich gekümmert wird. Wohlstand, was fordert Wohlstand der Nation? Ich bin doch wohlhabend. Philosophie. Regierung durch Zustimmung. Bürgerschaft. -2. Zufriedenheit Unterklasse. Rekrutierungskosten. Okay, +5 Städtewohlstand. Stärkt nationales Prestige. Die Idee einer Gesellschaft anzugehören und ihre Regeln einzuhalten, um von den Vorteilen zu profitieren, die man als ihr Bürger genießt. Der Mensch muss mit seinem Handeln verantwortlich sein. Wenn das nicht der Fall ist, ist er dann überhaupt ein Mensch. Okay. Aha. Die Idee der Bürgerschaft. Das heißt, dafür brauche ich erstmal eine Republik, dass wir das überhaupt alle wirklich akzeptieren. Aber wie gesagt, das führe ich jetzt parallel zu meinem Feldzug in... Parallel zu meinem Feldzug in Amerika mache ich das. Forderungsschreiben aus Schottland. Was habt ihr jetzt für Probleme? Ihre Adelsschicht hat sich in einem Brief gegen die unlängst erfolgte Steuererhöhung ausgesprochen und fordert, dass die Steuern wieder auf den vorigen Stand gesenkt werden. Könnte schlimme Folgen haben, ihrem Ultimatum nicht zu entsprechen. Wenn es den Adeligen gelingt, das einfache Volk um sich zu scharen, könnte es zu einem Aufstand gegen ihre Herrschaft kommen. Aber jetzt so gut verdient, Mensch. Na gut. Dann wollen wir mal nicht so sein. Gleich überall grüner. Ja. Dann kommen wir dem doch einfach mal nach. Sind wir doch so gütig. So, Baubericht.
Sarajevo, also Bosnien, Bulgarien und Neapel sind erstmal straßenfertig geworden. Gut. Das bedeutet, da können wir gleich das machen. Da das und da das. Genau. Und Eigenschaft erhalten. Rolf Wagner, persönlicher Sekretär, plus 1 auf Verwaltung der Schatzkammer, plus 2 auf Justizverwaltung. Perfekt. 42.000 verdienen wir die Runde. Ein angenehmes Sümmchen, womit wir hoffentlich den Türken... Was ist denn das jetzt? Okay. Beziehungsweise nicht okay. Anatolien. Anatolische Rebellen. Ja, toll. Ihr seid der... Meine Güte. So. In Tanga gibt es religiöse Unruhen. So. Unerkundbar. Ja. Gut, gut, gut. Nach Brasilien, Elfenbeinküste. Nein, wir wollen ja nach Brasilien. Nach Amerika, Mittelatlantik. Nach Amerika, Neufundland. Ach ja, genau, hier wollten wir ja was einnehmen. Ja, so geht's natürlich auch. So, automatisch berechnen natürlich. Wir Damit haben wir Island erobert. Ehemals hat es den Dänen gehört. Die waren aber dann irgendwie zu blöd, es richtig zu halten. So, Infrastruktur gleich ausbauen. Hihi. So, Eigenschaft erhalten. Hubert Hermann, gewöhnlicher Arbeiter. Plus 1 auf Kommandieren beim Belagern. Provinz erobert, Island. Wunderschön. Was gibt's denn hier eigentlich noch Schönes, was man ausbauen könnte? Das macht irgendwie keinen Sinn. Da werde ich einen Fischereihafen bauen, Großgrundbesitz bauen. Okay. Wie sieht's in Irland mittlerweile aus? Kann man da schon... Ja, ich denke mal, da können wir die Truppen abziehen. Boah, die sind dann zwar orange, aber... Ach, so. Okay. Oh, nicht schlecht. Und schwupp sind sie von der Weltkarte verschwunden. Oh, sie sind verschwunden. Nein, natürlich nicht. Wir haben sie nach Amerika geschickt. Um die Vereinigten Staaten von Amerika zu vernichten, bevor dieses Übel sich ausbreitet. Krankheit, echt. So. Ich hoffe, das ist übrigens in eurem Sinne, Leute, dass ich gegen die Krieg führe. Es wird eh niemand darum trauern. So. Wo haben wir denn jetzt noch was sitzen hier? Wie sieht's denn hier mittlerweile aus? Die Universität braucht noch ein bisschen. Ich kann mal hier runterschicken. Na, das solltet ihr doch noch schaffen, oder?